Es ist tatsächlich sehr gut, weil der Punkt unserer heilsamen Hingabe tatsächlich so sehr zum Verwechseln nahe liegt an dem toxischen Kollaps, dass wir aus dem Grund häufig nicht mehr den Weg ins Loslassen finden. Weil wir einfach, wir rutschen, wir wollen in die Los, ins Loslassen, wir wollen ins, mir wird geholfen, wir wollen in dieses, ich nehme das an, hinein und wir rutschen auf dieses tückische Parallelgleis, wo wir kollabieren und sagen, ich bin machtlos und ohnmächtig und kann mich nicht selber retten. Und das, was du machen kannst, ist super präzise ran zu zoomen und im Körper lebendig zu bleiben. Dich ein bisschen weiter zu schütteln, beziehungsweise, was du machen kannst, spann mal kurz die Arme an, anspannen und loslassen und anspannen und loslassen. Mal nur links und nur rechts und nur links und nur rechts. Genau. Wenn du alleine diese Bereiche deines Nervensystems weiter zwingst, wach zu sein, kannst du nicht komplett kollabieren. Weil es ist wie mein Kopf sagt, oh, ich bin ohnmächtig, mir muss jemand helfen. Und mein Körper sagt, ich kann hier gerade, genau. Du merkst, das ist, wenn man ihn anschaut, das ist so wie jemand, der als Krieger sich irgendwie wach macht. Wenn du das dagegen setzt, kannst du nicht in diese Art von Kollaps komplett reinrutschen hier.